Wusstest du, dass du nur ein einziges, einzigartiges Leben hast? Dass du keinen Tag, der vergangen ist, wiederholen kannst? Jeder Tag ist wichtig, einzigartig, unwiederbringbar. Vielleicht denkst du manchmal, ich empfinde das nicht so. In meinem Leben ist es immer die gleiche Soße, nichts ändert sich. Alles ist irgendwie träge und irgendwie komme ich zu nichts Richtigem und die Dinge ändern sich auch nicht. Und du bist in diesem Frust über dein Leben wie gefangen. Was kann man da ändern? Ich denke, es wäre gut, wenn du einfach innehältst und dir 5 Dinge überlegst, für die du dankbar sein kannst. Vielleicht sagst du jetzt, Dankbarkeit, das ist nicht so mein Ding. Aber es ist wirklich etwas, was die Schrift uns aufgibt, wo sie sagt, seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar, verändert dein Denken. Dankbarkeit verändert dein Reden. Dankbarkeit verändert deine Empfindungen. Dein Leben ist einzigartig. Und heute, gerade jetzt, beginnt der Rest dieses einzigartigen Lebens. Du bist besonders. Das steht in der Bibel. Du bist einzigartig. Gott hat für dich den Preis bezahlt, dass du ewiges Leben hast. Dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Das ist etwas Einzigartiges, was für dein Leben gilt. Und das ist etwas, was uns zu tiefer Dankbarkeit bringen kann. Einzigartig, geliebt, befähigt, ausgerüstet, begabt, ermutigt. Lass dich von Ermutigung in deinem Leben tragen. Entmutigung findest du an jeder Ecke. Aber ermutige dich selbst. Sprich in dein Leben hinein Worte des Lebens. Worte des Lebens sind keine menschlichen Worte. Worte des Lebens sind die Verheißungen der Bibel, sind Verheißungen des Wortes Gottes. Darin liest du, dass du einzigartig bist, dass du gewollt bist von Anfang an, gewollt vom Beginn der Welt und dass dein Leben einen Sinn hat, dass es ein Ziel hat, dass du ankommen wirst und dass der Herr seine Augen auf dein Leben gerichtet hat. In der Bibel lesen wir, dass Gottes Augen über die ganze Welt schauen und nach denen schauen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind, die ihr Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet haben. Heute ist ein Tag, wo du ganz neu in Dankbarkeit einsteigen kannst, wo du sagen kannst, okay, ich lasse die Dinge, die mich jetzt so dahin bringen wollen, dass das alles immer schwierig ist, ich lasse die hinter mir. Ich wage einen Schritt nach vorne und ich sage, danke, Herr Jesus. Danke, dass du mein Leben gewollt hast. Danke, dass du deine Augen auf mich gerichtet hast, gerade jetzt. Und ich will dir dienen. Ich will dir folgen. Ich glaube dir, dass du mit meinem Leben ein Ziel hast. In dem Psalm steht, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nimm das als dein Gebet, gerade jetzt, und lass dein Herz in eine Dankbarkeit aufsteigen. Gott hat mehr für dich.